So, Ah, wieder da bist da. du ja. Ja, da bin Wie ich kannst du wieder. das wagen, einfach so zu verschwinden hier Ja. in deines eigenen Streams? Ja, ich war einfach What the Rage Quit, aber nicht aus dem Spiel, sondern aus dem. Ja. fuck? Nein, Diablo, ich gehe nicht, wenn du kommst. Was? Oh, ich bin so zweideutig. Tut mir so leid. Das ist mein kindliches Gehirn. Das ist, denkt so, haha, guck mal, das kann man falsch verstehen. Und ja. So. Nee, ich freue mich, dass du da bist, Diablo. Spielst du dieses Spiel auch? Diablo. Ich muss gerade Ace, obwohl ich den nicht so mag, spielen, weil ich verfolgt werden muss mit ihnen. Und dann ist ja. Ja, bist du zufällig offline im Steam? Schau mal bitte nach. Ich habe dir doch ein Ladeding Ja, gegeben. der funktioniert nicht. Ja. Und ich Ja, kann mich bei dir ich bin installieren. schon wieder offline. Warum meldet sich mein Steam immer offline? Ja, weil du Warum? kurz kein Internet hattest und der so, ja, dann Ja, du bist bist du bei mir im offline. Lockdown. Mama. Ja. So. Jetzt kannst du aber. Nee, ich mach noch ein bisschen. Über eine Stunde, also 1,5 Stunden ungefähr. Okay, so lange jetzt auch nicht. Ein Viertelstunde, meine. Bis 7 Uhr. Ba, Ich muss ba, jetzt ba, schnell ba, nicht gehen. ba, 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 ba. So, bereit. Bereit. Ich So. hab. Ich werde dazu verleitet, diese Packung mit Käse-Gebäckstangen aufzumachen. Oh, Was sagst das kann ich so verstehen. Soll ich auch mal? Ich würde sie dir wegessen, wenn ich es könnte. Ah, ich jetzt. Ja. Ja, Ich aber würde sie noch dir geben, nicht wenn ich wach könnte. genug. Also ich bin schon wach genug. Ich Nee, hoffe, jetzt. dass die Ja, bei dem Killer. Spiel. Ich hoffe, dass die Killer nicht wach Wach. genug sind. Oh, da ist ein Wald mit einem heiligen Schein. Guck mal, wie der aussieht, wie so ein Gothic. Mal. Guck Warum mal, hat der Dreid, so Dreid. Augenringe? Der sieht schrecklich aus, als wenn er tagelang nicht geschlafen hätte. Guck mal, Dreid, Ja, nur Weiß. Männer in dem Spiel. Also das kann ja was Boah, das ist echt werden. selten. Das ist echt Wahnsinn. Ja. Ich hab noch nie eine Runde, wo nur Männer waren. Na. Könnte ich sein, oder? Könnte ich sein. Im Realen meinst du? Schwarze Augenringe, also so wenig Schlaf. Ich habe auch ganz schön Augenringe. Aber ich überschminke sie mir einfach. Ja, Frauen und ihre Nein, Lifehacks. nein, ich mach's nicht, wenn ich rausgehe. Aber so denke ich so, ja. Ich sehe Guck mal. die, ich speichere mir die ja alle auf YouTube. Und dann gucke ich sie mir im Nachhinein irgendwann mal wieder an und denke so, ah, guck mal, da war ich mit Bowie unterwegs oder irgendwie sowas. Im Nachhinein ist wie so ein Tagebuch, was ich cool finde. Und ja, und dann gucke ich mich immer an und denke mir so, so bist du vor die Kamera getreten. Warum? So, und dann, Ich weiß gar nicht, was du meinst. das kostet zu viel Zeit und deswegen, ja, zu viel depressiv. Deswegen schminke ich mir lieber die Augenringe weg. Damit die Leute nicht denken. Aber jetzt geht's. Momentan, jetzt wo ich früh morgens streame, ist echt schön. Ich bin nämlich noch voll frisch und so. Aber dann. Vorher habe ich ja immer nach der Arbeit gestreamt. Und da war ich immer schon fertig mit den Nerven. Jetzt bin ich eher fertig in der Arbeit. Das passt ganz gut. Da denken die auch, guck mal, die arme Kleine, die ist schon so fertig mit dem Leben. Die gebe ich mal mehr Trinkgeld. Wenn du dich dann, wenn du einmal so vor die Kamera trittst mit so Augenringen, dann die Leute sofort, oh, geht's dir denn nicht gut? Du siehst so. Weißt du, was auch noch schlimm ist? Wenn, Was denn? ich bin ja noch so blass. Wenn ich mich einen Tag lang nicht schminke, aber sonst immer ein paar Tage lang geschminkt habe, dann kommen die Leute und sagen so, ja, du siehst krank aus. Wollen wir den machen? Ja, lass uns den machen. Der ist Wollen wir offener. aufhören? Der ist offener als der andere. Er ist auch wie mein Hosenstall. Warte mal. Ich sehe sie schon. Ja, aber sie wird gleich sowieso hier hinlaufen, weil sie Ding das Geräusch hört. Ah ne, sie läuft gar nicht hier. Na, dann können wir weitermachen. Warte mal. Da läuft ein Survivor, glaube ich. Ja, die eine wird schon gejagt. Er ist hier in der Nähe, Vorsicht. Er läuft zu uns, er läuft zu uns. Versteck dich. Nö. Guck mal, hier bin ich. Du,
so muss er gejagt werden. Genau deswegen. Das ist mehr Mann als. Oh nein! Du musst ja eh gejagt werden, von daher. Oh Mann, da war sie schon. Dann liege ich schon wieder. Nein! Welchen Survivor spielst du denn, Diablo? Ach. Und warum sehe ich meinen Chat nicht mehr dort? Mein Ohr juckt, Mann. Oh, sein Ohr juckt, Hilfe! Kate, ich spiele eigentlich immer Mac und ich finde das voll cool. Ich habe ja hier einen Sidecut und meine Mac hat auch einen Sidecut. Ich finde das toll. Okay. Killer, aber wohin da ist der Killer? Oh. Ich weiß nicht, ob das zu mir zurückläuft. Sie ist noch hier. Da ist mein Generator in Ruhe. Okay, sie läuft zurück. Sie läuft zurück. Sie ist an uns vorbeigelaufen. Guck mal, hier jetzt schon wieder. Der Dwight, der hat nichts Besseres zu tun. Außer, guck mal. Oh. Oh. Da bin ich falsch gelaufen. Nein! Ja, dann liege ich gleich wieder. Komm mal! Nur mal so am Rande. Er wurde nicht verfolgt, der andere Typ. Sie kommt zu dir. Am schärfsten. Nein, gar nicht wahr. Mac ist toll. Ne, wobei Mac ziemlich kränklich aussieht. Deswegen habe ich sie auch. Ja, danke dir. Guck mal. Vox Mortis ist richtig cool. Er heilt mich hier direkt. Nee, aber der andere Typ, der wurde nicht verfolgt und er rennt einfach an mir vorbei. Sie verfolgt mich nicht mehr. Sie tut mich nicht mehr verfolgen. Na komm. Na, ja, ist egal. Ich will ja verfolgt werden. Da hätte ich ein bisschen ausweichen sollen. Nein, bleib weg! Bleib weg! Lass dich doch nicht sehen. Nee, ich mag aber Mac auch, weil sie so Sportlerin ist. Also Läuferin. Und ich liebe Sport. Also so, ich hasse es auch, aber ich liebe es auch. Ich liebe dieses Gefühl, wenn man Sport gemacht hat, dass man sich gut fühlt. Ja. Oh, es ist so geil. Bowie ist ein Held. Bowie ist ein Held. Oh, guck mal, ein Totem. Ein totiges Totem. Da, 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 da. Mein Sanitäter ist gar nicht da. Was macht er denn? Nein! Ey, das ist so. Ich will einfach. Ich muss nur einen Killer stunnen, Mann. Und bei der Jägerin ist es halt besonders schwer, weil sie die ganze Zeit mit den Beinen wirft. Noch nur ein Killer stunnen. Also, wir gucken mal. Dieses Geräusch, ich werde angehangen und ich höre nur diese Graffiti. Ja, Graffiti sage ich schon. Konfetti. Ich höre mein Deutsch heute. Ist jemand in deiner Nähe? Ja. Irgendjemand mit einem Heiligenschein. Ach du Scheiße.
Da hat sie getunnelt, aber sie hebt mich noch nicht hoch, weil sie den anderen weiterfährt. Ja, er hat sie gestunnt gerade. Er hat meinen Stun geklaut. So, ich werde jetzt angefasst. Ich glaube, er hat Autodidakt dabei. Ja, er hat Autodidakt dabei. Dann soll er mich auch gleich... Oh, guck mal, deswegen hat er mich immer direkt geheilt. Hier, heil mich. Geh du weg. Will ich weg? Ja, damit der Auto... Ja, ist schon noch Max. Er hat mich zweimal gedingsbumst. Also jetzt darf ich nicht mehr hängen, also sollte ich ein bisschen... Kannst du abhängen? Ja, mache ich schon. Komm. So, wir sitzen beide an einem Jam. Ja, sie ist halt schon wieder hinter mir. Weil der andere in meiner Nähe... Warum trifft das? Man kann ihn nicht treffen. Sie hat mich. Ich hänge aber nur zum zweiten Mal, ist alles gut. Das heißt du, weil du wärst dann gleich. Weit läuft zu dir, Mann. Oh, sehr gut. Er ist noch durchgezogen. Der andere läuft halt wieder zu mir. Weil das ist jetzt nicht so cool, was du machst. Ja, danke, danke, Dwight. Danke, dass du mich gekillt hast. Aber sie tunnelt. Ja, ich meine, sie tunnelt schon, aber sie hegt mich nicht auf. Werde ich das einzige Opfer sein in dieser Runde? Das erfahrt ihr gleich. Oh. Ist das Tor fast offen? Hm. Ist der andere bei dir? Ja. Das schaffst du nicht, Kumpel. Und doch, das schafft er, wenn er einen Shack bekommt. Hat er sogar geschafft, tatsächlich. Das... Wie soll man da ausweichen, Alter? Gott, 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 Gott. Beweg dich mal. Da, mach du. Ja. Oh Gott. Aber gut, wir haben es alle drei. Da, ja. Alle drei haben überlebt. Der Ace auch! Alle Aces auch! Bop, 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 bop. Alle Aces. 100% der Aces haben überlebt. Alle Männer haben überlebt. Und die Frau eigentlich auch. Ach guck mal, ich habe meine Quest endlich durch. Juhu! Mir gefällt, dass sie halt nicht getunnelt hat. Hat sie echt gut gemacht. Und auch, dass sie dich liegen lassen haben. Ich bin mir nicht sicher. Obwohl, sie hat mich auch verfolgt, obwohl sie mich schon zweimal im Haken hatte. Ich glaube nicht, dass sie das absichtlich gemacht hat. So, öffne mit Zarina Cassia erfolgreich irgendwelche Ausgangstore. Okay. Okay.
Sarina. Mache ich. Ja, Sarina, ja. Sarina Kassiererin. So, mal sehen, ob ich Hier ist immer noch ein Star Killer-Star. da. Wie hätte ich diesen letzten Killer jeweils stunnen können? Seid dabei und erfahrt es. Irgendwann. Roter Hering, vertraulich für das Ver. Das ist ja alles blöd. Gott sei Dank habe ich, wir schaffen das auf erste Stufe bekommen. Weiß jemand, ob die Torte jetzt, also ob sie noch verpackt ist oder ob man die jetzt nutzen Ich kann? würde sie nicht nutzen, weil warte lieber, bis auch noch so ein Blutpunkte-Ding zusätzlich ist. Ja. Vor allem, weil sie für alle gilt, wartest du. Dann doch Weil mal dann natürlich. lass uns lieber, wenn ein anderes Event kommt, wo da noch mal eine Steigerung ist, dann auf alle auf einmal. Ja. Mal Kate. Sieht merkwürdig aus. Ich finde, Lauri ist am schlimmsten von den Frauen. Vom Aussehen her. Und es tut mir leid, aber Nancy finde ich auch nicht gerade so hübsch. Wer ist Laura nochmal? Ist das die, die Die ich gerade habe? du spielst, ja, kannst du umblättern da? Ja, natürlich, aber ich warte kurz. No Camp, no Tunnel. Das kann sie ja nicht entscheiden. Guck mal, Kate sieht ja echt schlimm aus, finde ich. Nein, ist schlimm nicht. Sie sieht anders aus. Ich weiß nicht, ob sie besser aussieht oder schlechter. Ich weiß nicht. Ich Also, würde. mein Ich Geschmack wird würde. das auch Mein nicht Geschmack trifft es sein. nicht. Aber Geschmäcker sind ja verschieden. Ja. Da. Hey, vielen Dank, dass ihr das Game spielt, sagt der Senior Product Manager. Der Manager sagt das. Jane zu sprechen war ein unglaubliches Erlebnis und ich bin froh, dass ich als ihre Stimme ausgewählt wurde. Guck mal, Community Manager. Guck Geil. mal, muss mir aber vorstellen, eigentlich tun sie ja nichts Richtiges sagen. Sie machen ja nur so, Ja. ah, Ah, ja. Oh. Ja, was ist das? Das ist doch merkwürdig. Ich habe mich sowieso schon mal gefragt, wie man sich Oder da fühlen diese muss, wenn Stöhne. man nur Stöhnereien aufnehmen soll. Guck mal, Bowie, hier ist ein. Mein was? Ein Generator. Warte. Wie ich komme. Ja, toll. Alles klar, jetzt ist er bei der Killer ist. Hätte ich sein können. Ich auch. Vor allem am Anfang der Runde. Shit. Er ist so nah, Wo er ist so ist nah. der mit der Kettensäge? Leck mich doch am Arsch, Alter. Du mit deinen One-Hits. Ich mag keine One-Hits. Deswegen leg mich immer so auf. Aber hier ist auch nichts, ne? Wenn ich das so recht betrachte. Ja, absolut gar nichts. Keine Paletten. Er ist nicht zu den anderen gegangen, oder? Nee, die Oh verlässt er Mann, ja. ey. Warum? Ah, ich komme nicht weg. Ja, toll, ja, gut, du bist cool, Mann. Sieben Schwünge macht er, sieben. Deswegen finde ich diesen Killer einer der stärksten, Alter. Ich bin fünf Schwüngen ausgewichen.
Wo ist er denn? Er läuft jemand hinterher gerade. Ich hab abgehakt. Ja, von mir. Ach so, stimmt, du bist das ja. Ich hab Mini. Was gut ist, weil es läuft halt schneller ab, aber ich kann dich halt trotzdem heilen. Genauso schnell. Also ich sehe mich hier nicht entkommen. Also das... Mal sehen. Da kam vorsichtig. Ich geh mal befreien. Ja, als ob ich sie mir. Ich mach mal Totem. Um überhaupt mit irgendwas an Punkten rauszugehen. Die Runde gehe ich auf jeden Fall mit einem Minuspip hier raus. Das packe ich nicht, wenn die so schnell sich umkloppen lassen. Gucken wir mal, was wir ausrichten können. Okay, meiner ist zur Hälfte. Also ich muss halt nicht nur entkommen, ich muss ein Ausgangstor öffnen. Hoffentlich machen die anderen jetzt auch einen. Machst du einen, Boy? Ja. Haus wird eins gemacht, bist du da? Ja, ich. Ja, er hat mich. Nein, warum? Warum? Ich dachte, sie wird verfolgt. Dann dachte, habe ich mich sicher gefühlt. Hm. Ich komme in den Keller. Uff, ja. Lass mich hier ruhig lange, lange liegen. Also, mach ruhig. Geh doch weg und mach einen Generator, Mädel. Ja, ich... Ach so. Ich glaube, sie will mich abfarmen. Nein, geh weg! Geh weg! Sie rennt jetzt weg? Nee, doch nicht ganz. Oh Mann, der Killer ist halt hier. Ja, ja, bitte geht jetzt einen Generator machen. Ich wollte den machen, den du gemacht hast. Ja. Sie wird verfolgt, soll ich dich... Ich verfolge dich mal, ne?
Er ist immer noch in der Nähe. Ich glaube, er campt. Ja, sie läuft aber auch hier immer wieder her, also von daher. Das ist doch scheiße. Nee, dann geht jetzt bitte. Geht jetzt einer von euch bitte zum Generator. Ich finde auch keinen Generator momentan. Der eine ist halt in der Mitte. Okay, er läuft mir hinterher. Er läuft mir zurück zu euch. Ja, was? Weißt du, das hättet ihr euch echt sparen können die ganze Zeit dort. Ja, wie gesagt, ich aber ganz ehrlich, die Zeit kann man auch noch verbringen, indem man sucht. Ja. Aber hocken beide bei mir, obwohl er kämmt und ja, mein Tod war umsonst. Ich finde absolut keinen Generator gerade. Keinen einzigen. Also hier, wo ich aufgehangen wurde, ist einer. Ja, das ist schon frustrierend genug, wenn man gecampt wird. Aber ja. Aber wenn dann die Survivor nicht deinen Tod nutzen und der dann auch noch Punkte bekommt fürs Campen, dann toll. Gucken wir mal. Ihr seid beide hier. Sehr gut. Aber er kommt. Er folgt ihr. Aber guck mal, sie ist halt auch super klug, weil sie rennt halt hier, wo der Generator ist, im Kreis. Such dir einen anderen Generator. Oder suchen. Da! Die, hallo! Hallo! Hast du die Luke gesehen? Nein. Da! Geh doch mal da gucken. Warte, der Kill ist. Ja, er wird sie auch gesehen haben. Ja, macht keinen Sinn. Ja, blöde Runde. Ah, ich hab meinen Pip behalten. Ob ich die Daily noch schaffe, das wäre super. Nix. Ist natürlich schön, dass sie bis zum Ende gekämpft hat. Hat sie echt gut gemacht. Guck mal, ist eigentlich meine Mac. Sie hat gar nichts gut gemacht. Auch, sagt ah, ironisch, ja. Ja. Ich meine, guck mal, man geht ja zum Haken. Ich habe ja die ganze Zeit gezeigt, dass er kämmt. Sie geht zum Haken, sie merkt, er kämmt. Sie geht aber an sich nicht einen Generator suchen. Und du denkst so, ja, läuft. So auf Krampf im Keller abgehoben zu werden, obwohl er gleich um die Nähe ist. Bei dem Killer. Also echt eine super Idee. Toll. Toll. Aber guck mal, jetzt weiß ich auch, warum ich keine gefunden habe. Der eine war in der Mitte und die zwei waren irgendwo links, beide an einer Ecke, weißt du? Hm. Und ich lief halt hier auf der komplett anderen Seite und denke mir so, what the fuck, warum sind da keine Generatoren? So. Mal sehen, nächste Partie. Ich muss noch mal Ausgangstor. Hätte ich ja jetzt eh nicht geschafft. Mir macht die Taschenlampe momentan echt sehr, sehr Angst. Wenn ich die anderen Survivor sehe, denke ich so, nein. Guck mal, ich komme von Rang 8 einfach nicht weg, ne? Ich glaube, ich werde diese Saison, also diesen Monat Red Fang gar nicht erreichen.
Das wäre schlecht. Ach, ja. Mal, ich brauche noch 3 Pips, dann hätte ich Rang 1. Ne, 4 brauche ich. Braucht man nur bis zum Ende oder noch einen zusätzlich? Ende. Ja, dann brauche ich 3. 3 gute Runden und dann hätte ich's. Ah, das ist ja toll. Aber ich spiele nicht wie Rang 1. Ich spiele wie Rang 15 und 10 oder so. Ja. Aber ich spiele auch noch nicht so lange. Das ist halt in dem Spiel auch ein bisschen bescheiden. Wenn man viel spielt, dann kriegt man hier einen Rang. Ja. Weil du musst ja nur häufiger entkommen, als nicht entkommen. Torte, ja. Das ist eine Torte. Ich möchte wieder meine Mac spielen. Wo ist die Mac? So, mal sehen. Neue Runde, neues Glück. Ich habe schon ein Totem gesehen. Wow. Totem Nummer 1 mache ich direkt. Totem Nummer 2 mache ich direkt. Weil wir nah beieinander die beiden Totem sind. Oh, das ist Scareface, der geht zu dir ins Haus. Ich bin nicht im Haus. Oh. Aber danke dir. Hat die andere auch einen Tod gemacht? Ich habe den nicht geschafft, leider. Ja, die andere. Jetzt ist sie auch verfolgt. Ja, ich gehe jetzt nicht zu ihr. Sonst läuft sie wieder zu mir und spielt das bei mir ab. Dann habe ich keinen Bock. Ich mach Totem Nummer 2. Aber sie hat auch ein Totem gemacht, oder warum dachtest du? Die Totem. Ja, sie war im Haus und hat Totem gemacht. Also sind. Weißt du, wo 2 Totems sich befinden? Sehr gut. Ich glaube, die ihren hat sie zu Ende geschafft, deswegen hat er sie auch gehört. Meins habe ich nicht geschafft. Es ist außen in der Nähe einer kleinen Hütte. Hey, warum läufst du immer dahin, wo ich hinlaufe, Mann? Und wo die andere hinläuft, ist. So, ich mach mal einen Generator. Weißt du, ich laufe von ihr weg, um Generator zu machen, und sie läuft in meine Richtung. Guten Tag, der Herr. Tag. Setzen Sie sich. Ziehen Sie sich aus und dann fangen Sie an mit der Reparatur. Muss ich mich ausziehen? Ja, sonst wird Ihre Kleidung dreckig. Wenn ich da mal vor der Killer kommt, du bist hier nackig, ziehst dir erstmal dein Hemd wieder an. Guckst du, ich guck ihn an und er so. What the fuck? Diese Stille so. Oh Gott. Unangenehm. So. Töt. Dann macht der Random Generator. Ich mach mal den dazu, den Totem. Ja, ich mach mal hier. Warte, er ist gar nicht hier. Bist du im Haus? Ja, in dem kleinen. Machst du Generator? Ja. Ja, dann hat sie gar kein Totem gemacht, sondern Generator. Das Haus meinst du? Ich dachte, ein großes Haus. Nein, kleine Hütte habe ich gesagt. Ich. Da ist er! Er ist in der Kakerlake, ne? Ja. So, ich bin im großen Haus gleich. Aber ich laufe hier mal durch. Er glitzert! Fuck. Ich habe mich zu sehr auf die Palette verlassen. Er braucht aber nicht so lange, um einen zu stalken, ne? Ich muss doch nur noch einen Killer. Was will sie denn? Hab doch schon.
Ich sollte in Zukunft nicht mehr bei einer Palette warten, ich sollte einfach weiterlaufen. So lieb, sie hat mir das Krönchen gezeigt, aber ich habe schon eins. Hat zumindest keinen Pop aus der Wiese dabei. Oh, oh. Er glitzert! Ich finde das so toll. Er hängt mich bestimmt am Keller auf. Ah, ne. Ja. Aber er glitzert! Ich finde das so toll. So, die eine läuft zu dir, die andere ist hier, das ist super. Oh, die eine, die hier ist, kämpft gegen Killer. Oder sie hat einfach... Nein, 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 nein. Kämpfen kann man das nicht nennen, oder? Naja, ja. Kämpft gegen Sie geht halt auch nicht weg. Ich glaube, sie versucht eine Möglichkeit zu finden, mich abzuhängen. Um mich zum Todes zu verurteilen. Ja. Geh weg! Was willst du hier? Geh weg jetzt! Ja, sie will mich halt abhängen auf Zwang. Aber sie kommt halt nicht runter. Weil sie ist halt da oben und dann... Guck mal, wie toll sie ist. Sie ist richtig... Sie ist einzigartig. Sie ist besonders. Ihre Eltern haben ja auch immer gesagt, dass sie besonders ist. Ja. Oh Gott, jetzt wirft die andere sich auch noch dazwischen. Ja, das ist eine interessante Runde. Das ist doch voll gemein. Ich hänge das erste Mal und weil sie nicht wegläuft. Ich hoffe, sie verreckt. Wirklich. Hoffentlich kämmt er uns jetzt. Sie hat mich zum... Da ist die Killerin. Sie hat verursacht, dass ich sterbe. Weiß ich nicht. Mich schaffst du eh nicht mehr. Also such dir einen Generator. Sie hat nicht verdient zu entkommen. Such dir einen Generator, Bowie. Ich kriege sonst die Krise. Sie hat es echt nicht verdient, noch abgehangen zu werden. Sie hat mich umgebracht. So eine Ego-Menschen. Jetzt brauche ich wieder einen Pip mehr. So, die andere darfst du retten, aber die Claudette wird nicht gerettet. Ja, sie heilt sich nicht, deswegen werde ich auch nicht hinlaufen. Ja, sie landet jetzt auch im Keller. Pass auf, pass auf. Pass auf. Ja, das war's. Die andere kannst du ruhig noch mal abhängen. Er ist, glaube ich, in der Nähe von der anderen. Oh, das nicht mehr. Doch, er kämpft hier auch, glaube ich. Ja. Jetzt ist die Möglichkeit, glaube ich. Na doch nicht. Ja, okay. Sie hat ja ganz gut gespielt.
E-Girl war okay, E-Boy war nicht gut. Sie war sogar richtig lieb. Esther. Schnapp dir die Krone. Ah, ich wollte ihn noch lassen. Ja, okay. Nee, schade. Aber war ja klar, dass er da irgendwie, oder? Ja, das ist. Ey, ganz ehrlich, bei so einem Mitsurviver, die dich töten, braucht man sich nicht zu wundern, warum man nicht durchkommt. Sorry, aber was hat sie sich dabei gedacht? So, oh, da ist jemand im Keller. Ich bleib jetzt einfach über dem Keller und halte den Keller dort, damit sie nicht abgehangen werden kann. Was soll denn so ein Verhalten? Sorry, aber. Jetzt will er, dass ich die Ausgangstore aufmache. Geh zu einer Palette und dann ihn. Lass dich nicht benutzen, nur von mir. Ah, so geil. Guck mal, Jesus. Ah, guck mal, ich kann euch mal meine Claudette wollte ich jetzt sagen, meine Mac zeigen. Ich liebe sie. Ich liebe ihr Outfit. Ich liebe sowieso Lederjacken, obwohl das nicht gut ist, sie zu lieben. Aber ja, ich liebe sie. Aber dieses Plüsch müsste weg und dieses Glitzertop müsste weg und die Ohrringe müssten weg. Aber ja, das sind viele Sachen, die weg müssen. Ne? Gar nicht wahr. Und anstatt dieses Halsbandes, was sie da hat, müsste sie so einen Totenschädel da als Kette haben. Ja, das ist ja cool. Ja. Aber ich finde, Sarina sieht so aus, als wenn sie schon zu alt wäre. Für den Scheiß. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Ich finde, Sarina hat irgendwie nichts. Nichts, was sie besonders macht. Klingt scheiße, aber. Keine Ahnung, ich merke zum Beispiel, ich bin sportlich, sie sieht gut aus, sie ist jung. Was? Ja. Sie sieht voll gut aus? Ich finde, Max sieht eher so. Nee, ich finde, Max sieht voll geil aus. Ich mag ja Kate überhaupt nicht. Tut mir leid. Aber ich mag sie überhaupt nicht, weil sie meiner Meinung nach. Ich mag Charaktere, die nicht so perfekt aussehen. Ich mag zum Beispiel auch Cheryl, die neue. Weil sie halt so ein bisschen kränklich aus. Ich mag das irgendwie. Hast du eigentlich eine Quest gemacht, wo du drei Haken sabotieren musst? Den muss ich auch noch. Ja, muss ich. Bin ich gerade dabei, aber ja. Wie, wenn ich. Ich meine, ja. Mit ihr muss ich ja jetzt entkommen. Und wenn ich dann noch den Killer provoziere, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Hast du einen zweiten Perk bei ihr? Weil du hast ja noch einen zweiten Platz. Ich habe jetzt einen zweiten Platz. Ah ja, stimmt, du hast recht. Was könnte ich denn. Okay, viele Auswahl ist es nicht. Aber. Was hast du jetzt schon? Ist das ein Handy, das sie kaputt macht oder was? Hm. Oder was? Da, 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 da. Und dieses Spiel hat schon was Besonderes. Etwas Extravagantes. Guck mal, ich bin schon wieder Level 17. Voll cool. Krass, oder? Guck mal, du steigst schneller als ich. What the fuck? Ja, du spielst auch besser als ich. Nein, Quatsch. Doch, doch. Aber ich brauche jetzt wieder 4 Pips. 4. 4. 4.
Vier. 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 Vier, 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 vier. Ruf meine Nummer, die Vorwahl lautet 4444. Vier, Ruf meine vier, vier, Nummer vier. ab Vier, 4, vier, 4, vier, vier. Vier, vier. 4. Vier, vier. Ruf mich Wieso? an. Vier, 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 vier. Oder wieso denn? Oh, 4. Ja. Hm, Kennst du noch die oh. Werbung von früher, damals, wo alles besser war und abends noch richtige Horrorfilme im Wo Fernsehen es noch liefen? Einhörner gab, ja. Und wo, ja genau, wo Einhörner gab und das Fernsehen einfach während den Horrorfilmen abends ganz laut angefangen haben, Ach. ja, Stöhnfrauen neben einer Toilette hinzugestalten während der Werbung. Und die Werbung ist dann zu, das ist ja immer noch so. Werbung Die ist war ja echt immer zu richtig laut, ja. 100%ig. Ja, und du denkst dir so, fuck, jetzt denken meine Eltern, ich gucke Pornos im Fernsehen. So, ja, toll. Dann immer panisch ausgedrückt hast, weil es dir noch peinlich war. Ja, ich habe nie verstanden, warum zeigen sie das Mädel neben einer Toilette? Soll man sie damit so, ah ja, guck mal, sie ist so billig wie eine Toilette, dann kann ich auch mal drauf oder so. Ich Ich verstehe weiß nicht. diesen, ich verstehe nicht, warum Vielleicht. man sie neben einer Toilette positioniert hat. Und vor allem, es war eine Männer, so, ah, guck mal, ich nehme sie neben dem Vielleicht muss Klo. sie Toilette putzen. Vielleicht soll sie einmal durchgeputzt werden. Weißt du, was ich Ja, meine? ja. Sie hätten ja so ein bisschen so ein versifftes Toilette hinpacken können und dann so ausdrücken sollen, so, ja, guck, wie dreckig die ist. Die lässt sich sogar. Oh, guck mal, es ist der Feinsteller. Ich mach Totem Nummer 1. Aber du siehst es. Wir sollten den Generator vielleicht nicht machen, oder? Vielleicht den Doch, da doch, vorne? doch, doch. Den da vorne machen wir gleich. Guck mal, der ist auch ganz schön offen hier. Wir machen beide. Und erwarten, dass die anderen da hinten andere machen. So, er scheint sich eine Falle zu besorgen und die andere geht hin. Von daher passt das ganz gut. Ich habe ihn gerade gesehen, ist das normal? Das ist der eine Perk, den die eine da hat. Er geht zurück zum Haken. Ist er Toll. ein Tunneler, das Kommst erfahren wir du gleich. hierher? Ja, Moment. Ich habe hier einen Generator angefangen, aber ich komme gern zu dir. Oh mein Gott, ich habe mich erschrocken, da war eine Falle, aber die war nicht inaktiv. Die war nicht inaktiv. Ah. Ja, die war nicht aktiv, wollte ich sagen. Dann habe ich gesagt inaktiv. Guck mal da. Sie ist verletzt, sie ist hilflos. Lass uns sie vergewaltigen. War Oh, richtig? oh, Oh nein, der ist da drüben. Also, den Generator, den wir gemacht haben. Versteckt euch. Wenn ihr wüsstet, dass hier an einem Fleck. ich gehe mir einen neuen suchen. Ich hoffe, jemand macht die Totems. Ich mache mal Totem Nummer 2. Ich dachte mir nämlich schon, dass hier einer ist. Guck mal, wenn ich weiter so bin, dann brauche ich dieses Totem-Perk gar nicht mehr. Oh nein. Nein! Achso, sie ist weggelaufen. Ja, okay, das war sowas ähnliches in One-Hit, kann man zählen, ne? Guck mal, wir haben bis jetzt einen Generator gemacht und das ist der, den wir zwei gemacht haben. Man kann uns von hier, von dort aus sehen, oder? Ich glaube schon.
Ach, Entschuldigung. Ja, wir sollten weggehen. Na, er wird doch eh wieder tunneln, oder? Ja, stimmt auch wieder. Er kommt auf jeden Fall hier hin. Ah. Prioritäten, erstmal Generator. Guck mal, hier im Haus ist auch ein. Ein Generator oder ein Totem? Ein Generator. Wo der Keller ist, hier ist auch der Keller. Ich sehe sie. Jeder verfolgt jemand. So, ich heile sie mal. Gehst du wieder zu unserem alten Generator zurück, damit? Weil der war ja fast durch, oder? Also ich werde mir einen neuen hier snacken. Der ist nicht gut, der ist nämlich neben dem, den wir vorher gemacht haben. Also, weil immerhin, du machst dort einen. Dann kannst du ja gleich langsam hin, weil die andere war gerade noch hier. Aber sie ist auch nicht mehr da, ich weiß nicht. Ich versuche mich da ranzuschleichen. Pass wegen Fallen auf. Sie schleicht sich auch ran. Aber du weißt ja nicht, wie sie ist. Ja. Besser, wenn ihr beide das macht. Aber ich kann da nicht, wo da nicht hin. Der Killer war nämlich gerade da. Alles gut, dann mache ich hier weiter. Sie macht ja auch Zeichen, dass er angeblich in der Nähe. Oh. Ja, sie ist schon da. Oh, der Killer, ja, der Killer kommt sofort wieder. Oh, da ist ein Totem. Oh, ist hier ein Generator? Nein, ne? Doch, da hinten, aber den sollten wir nicht machen. Bitte geh dahin, wo du herkommst. Okay. Das kann ich gut. Ey, wir haben alle drei alleine gemacht. Generatoren. So sieht's aus. Mach mal den einen im Haus, voll demonstrativ. Ja, mach das. Ah ne, der Killer wird mich sehen. Ist egal, damit er dir folgt. Naja. Ich lauf nur vorbei, keine Sorge. Jemand muss sie holen. Ja. Oh, ich glaube, er campt halt extrem. Okay, jetzt hinter mir her. Immer noch, immer noch, immer noch. Immer noch, immer noch, immer noch. Nicht mehr. Ja. Schöne Scheiße. Sie ist jetzt tot. Hat sie den hier drin gelassen? Nö, hat sie nicht. Yeah.
Geh ich hier gerade irgendwo? Oh, Random ist hier. Er war gerade im Haus, wo das, wo die Werkstatt ist. Ja, er hat mich. Ich werde hier auch nicht lange ausweichen können, weil... Ja. Ja, das ist halt so... Guck mal, der Random läuft an mir vorbei und hat den Kratzspuren zu mir geführt. Ja. Aber ich hasse das, wenn ich nicht geheilt werden kann, weißt du? So. Mach jetzt einfach den Generator-Typi. Also nicht du. Sie kommt halt zu mir. Oh, bah, anstrengend. Immer das Gleiche. Ich meine... Ja. Ich hab mich angehauen. Hör auf. Er kämmt. Gönn ihn das doch nicht. Er verfolgt mich. Sie könnten mir ruhig mal ihren Sunny-Kasten geben. Oh, ihr habt Zeit. Ich bin weit weg von euch. Halt euch wieder. Wäre trotzdem besser, wenn sie mir den Sunny-Kasten überlassen würde. Der Generator im Haus ist schon ziemlich weit und er kann halt da sehr. Er kommt da ständig vorbei. Hm. Er war schon bei über der Hälfte, bei 3/4 war er schon. Ja. 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 Also ich gehe jetzt auch nicht mehr weg. Das ist mir egal. Ja, ist egal. Die Runde ist im Arsch. Wirklich. Weißt du, 3 Generatoren wurden gemacht. Alle von uns. Was soll denn das? Ist ja schön, dass sie die Punkte bekommt fürs Abhängen. Aber... Boah. Nein. Häng mich ruhig ab. Ja, ich dachte, wenn er kommt, dann würde ich nicht abmachen. Hinter dir ist ein Token, also weil wenn du den machst. Ich weiß. Halt. Hältst du mich mal? Ja. Da ist er. Willst du laufen? Ja, lass es laufen. Ich werde eh sterben. Hallo zu der anderen, okay? Oh Mann, wie weit der Generator zurückgesetzt ist, das tut weh. Kannst du bitte wieder zurücklaufen und mich erstmal heilen? Natürlich, ich bin hier. Sie ist jetzt tot. Macht keinen Spaß, die Runde. Die haben keinen einzigen Generator. Weißt du, anstatt dass sie mich abhängt, hätte sie einfach einen Generator mal machen können. Sie hat aber auch gar nichts gemacht. Guck mal. Sie hat wirklich nichts gemacht. Ich habe ihr beobachtet, was sie macht, während die andere zum Beispiel verfolgt wurde. Sie stand da und hat zugeguckt. Sie versteckte sich und hat zugeguckt. Ja. Guck mal, vorhin, wo ich den Generator gemacht habe. Ja. Ich scheiße so drauf. Es ist... Mach doch, was du willst. Ja, er slackt mich. Er ist so ein prima Killer. Ah. So eine Mumi, wirklich. Ich meine, ich habe da sowieso schon aufgegeben mit den Nerven.
Weißt du, guck mal, wo ich den Generator gemacht habe. Ich habe sie ja geheilt und danach bin ich direkt zum Generator. Und ja. Sie ist irgendwo da hinten geblieben. Da war aber kein Generator. Was hat sie denn da gemacht? Da war auch keine Truhe. Und dann ist einer aufgehangen worden und dann ist sie losgerannt von der Ecke. Also hat sie die Ecke, soweit ich das gesehen habe, nicht verlassen. Wenn wir auf dem Hügel wäre, dann auch, obwohl der Killer würde früher da sein, ja. Ja. Was ist so? Ey, was soll denn der Scheiß? Ich will auch nicht entkommen. Ich brauche die Ausgangsgeneratoren. Oh, es ist so ein Spast, ey. Ja. Unnötig Zeit in die Länge ziehen, ne? Guck mal, das kann er theoretisch schon einen Tick lang machen, bis du die Luke findest. Oh, jetzt hat er dich aus Versehen aufgehoben. Ne, hat er nicht. Noch aber die Pfeile, glaube ich, auf. Ja. Ich brauche das Ausgangstor. Weißt du, wenn wir ihn getrollt hätten, würde ich verstehen, dass er ja rechnen möchte, aber. Das ist halt unnötig Zeit. Vor allem, das ist halt auch meine letzte Runde. Ja, mach. Oh, er will mir das schenken. Nein, nein. Nein, nehme ich mal hoch. Ich muss das Ausgangstor. Nein! Nimm mich hoch! Ich gehe da nicht durch! Ich will da nicht durch! Nimm mich hoch! Ich will doch immer nur meine Daily machen! Komm! Nee! Nimm mich hoch! Mach die Luke zu! Mach die Luke zu! Nein! Mach die Luke zu! Mach mal AD sowas wie Nein, weißt du, dann wenn du so. Hast ja gesagt, das heißt ein Kampf. Ich werde gleich sterben. Lass mich frei. Mach am besten ein Handzeichen, damit er nicht denkt. Ich will einfach nur die Daily. Wenn du mir das Ding schenken möchtest, schenk mir einfach das da. Nein, nein, nein! Nein, nein! Nein! Mach auf, mach auf! Ich kann ja nicht aufmachen, wenn. Ja, er soll weggehen. Oh. Ah. Oh, er hat's verstanden. Ja! Ich muss es einfach nur für meine Daily machen. Ah, oh, da bin ich ihm echt dankbar, wenn er das jetzt mich echt aufmachen lässt. Das ist ja geil, ja. Ey, dann ist meine Daily durch mit ihr. Ah, oh, dann bin ich ihm wirklich dankbar. Mal sehen. Bitte schlag mich nicht um, bitte nicht. Ah, oh, es ist so lieb von ihm, dass er das macht. Ah, oh, so lieb. Ah, oh, meine Daily ist durch mit ihr. Ah, oh, was für ein geiler Killer, wirklich. So lieb von ihm. Ah. Oh.
Video. Miss Backlinger. Ah, so geil. Ah, so lieb. Ah, so toll. Endlich kann ich sie weglegen. Ah, so toll. Guck mal, wie er das verstanden hat. Toll. Einfach nur toll. Ich glaube, das war eine Sie. Ja, nur eine Sie. Wäre das ein Er, hätte er das nicht, vielleicht nicht verstanden. Doch. Oh, wie gemein. Ja. Boah, hier ist männerfeindlich. Boah. Ja. Alle Männer sind scheiße. Ja, alle Männer sind scheiße, boah, in seiner Welt. Die enttäuschen ihn immer wieder. Obwohl er nicht schwul ist, ja. So. Enttäuscht, was? Ich bin enttäuscht? Nein. Ja. Warum sollte ich enttäuscht sein? Ich bin ja nicht schwul. Das klang so, als wäre es enttäuscht, dass ich... Oh, ja, jede Frau will doch so einen schwulen besten Freund haben. Warum kannst du nicht... Warum? Ich wollte noch nie einen haben. Also so... Ich verstehe auch nicht, warum... Ich verstehe es einfach nicht. Bleiben wir einfach bei der Tatsache, dass ich es nicht verstehe. Warum man einen schwulen... Was hat man mit einem schwulen besten Freund gemeint? Außer, dass... Das ist man ein, auf ein Männer. Mann, ein Mann, der dich nicht anbaggert. Das ist halt bei manchen Frauen, die ständig angebaggert werden, glaube ich. Ja. Ja. Aber mit dem können sie, ja, mit dem können ja, sie beide reden, aber es ist ein Mann. Ja, aber. Sie fühlen sich bei ihm sicher, weil es ein Mann ist, aber es ist kein richtiger Mann. Es ist kein. Ja, ich glaube wirklich, dass sie so denken. Es ist kein richtiger Mann. Vor allem, es gibt ja auch sehr, sehr viele. Okay, sie wollen ja auch einen Schwulen und nicht einen Bi-Freund haben, aber ja. Freund. Die denken sich so, ach ja. Ich glaube, das liegt daran, dass Frauen nicht mit Frauen klarkommen. Ich weiß nicht warum, aber mit mir kommt auch keine Frau klar. Ich weiß auch nicht warum. Aber irgendwie wollen die immer im Mittelpunkt stehen, dieses. Weibsvolk, das ist echt schlimm. Wollen ständig im Mittelpunkt sein und ja. Und wenn dann so zwei aufeinandertreffen, das klappt halt nicht. Die sicken sich halt zu Tode. Das ist erfahrungsgemäß genauso. Und ja. Ich bin gespannt, wie die Runde wird. Deswegen kommen auch Frauen besser mit Männern klar. Und deswegen denken sie sich so, ach, ein schwuler Freund, der ist männlich und wir können über, ich weiß nicht. Und er kriegt keine Freunde. Oh, Snowflake. Oh, Snowflake geil. Ist da, guten Morgen. Afrika. Oh, wie schön. Oh. Nicht melzen, wir brauchen dich noch. Oh ja, ich freue mich gerade nur so, das so, so sehr. Einstellen. Guten Morgen, geht's heute zur Arbeit? Hallo. Gleich zur Arbeit. Ich bin momentan abends zu müde. Ich lege mich also nach der Arbeit immer erst hin. Und dann denke ich so um 4 Uhr nachts, wache ich auf und denke, jetzt bin ich munter, jetzt spiele ich Dead by Daylight, jetzt schlafen die Killer noch so halbmäßig. Gestern ruft er mich einfach so an, so viel. Hey, Bobby, by the way. Ja, wir komm, spielen. Wir spielen gleich Dead by Daylight, du hast 10 Minuten. Wir spielen ein Spiel. Und du hast 10 Minuten, um dich fertig zu machen. Ich wollte auflegen, ich dachte wirklich, sie verarscht mich. Guck mal, wo gehen wir lang? Hier, also, hast du mal auf die Uhr geguckt? Ich so, ja, wir haben noch 10 Minuten, dann sollten wir anfangen zu streamen. Guck mal, da sind die Feiglinge. Ich habe die Kettensäge gehört. Oh oh. Oh oh. Da, wo wir hingehen, da ist... Dann gehe ich aber weitermachen. Nein, nein, er kommt hierher. Er ist nicht cool. Er hat uns wahrscheinlich... Oder er... Nee, er... Ah, ich gehe dann einfach wieder. Oh. Was ist denn das für ein Druck hier, den wir ausgesetzt sind? Druckmittel für die, die an Verstopfung leiden. Ja.
Beobachte den Killer, da läuft er. Machst du Notizen? Okay, der Killer ist groß. Er ist groß. Heftig. Ich muss ihn bei der Polizei melden. Anzeige ist gleich raus. Ah, guck mal, hier ist der Bowie. Ja, ich dachte, wenn ihr den da gemacht hättet, hätte ich parallel den hier vielleicht. Ich habe frei. Aber ich dachte gerade, dass ich dich richtig sehe. Ah! Ja, ich habe gestern schon um 4 Uhr angefangen und heute um 4.30 Uhr. Weil das ist echt cooler, wenn man erstmal schlafen kann, wenn man müde ist. Und dann einfach, wenn man ausgeruht ist, mit dem Stream anfängt. Ich habe dann auch bessere Laune, merke ich. Ich habe gemerkt, ja, dass es meine Laune ganz schön runtergeht, wenn ich von der Arbeit komme. Oh. Ah! Dein Ernst, dass du dich direkt natzen lässt. Ach was, ich habe ja nicht spät gesehen, was erwartest du? Ich bin ja gelaufen, aber er hat mich dann noch getroffen. Ne. Ich bin bestimmt auch so, what the fuck, ich habe ihn echt erwischt. Aber er lässt mich liegen. Nicht. Nicht dauerhaft. Ja, typisch ich, ja. Versuche Sneaky zu spielen, kommst du an den Jago vorbei. Ja, ja, ja. Auf einmal, hey, hat der Killer mich. Das ist scheiße, ich will nicht als erster hängen. Hättest du dich nicht in seine Kettensäge springen sollen? Guck mal, ich glaube, die andere hat das andere Totem gemacht. Ich mach mal hier das Totem. Und Bowie auch um 4. Da, ja, ich habe ihn angerufen. Ich habe gesagt, hey Bowie, 10 Minuten hast du Zeit. Dann können wir anfangen, Dead by Daylight zu spielen. Naja, ich habe einen Tag vorher gesagt. Es könnte sein, dass ich in der Nacht aufwache und spielen möchte. Ob ich ihn dann wecken soll. Also die Geschichte klingt cooler, wenn man einfach sagt, ja. Aber kann ich mich direkt sterben lassen? Ich habe jetzt schon keinen Bock auf die Runde. Weißt du, da kommt da einen angelaufen und schmiert an mir ab. Ja, heb mich hoch, Mann. Da wehrt er sich. Weißt du, da überlege ich mir einfach manchmal so die ganzen Ego spielen, weißt du, und dann ist man besser dran. Ja, ich versuche die Leute zu finden, mit den gemeinsamen Generatoren machen, ey. Kein Wunder, dass ich von Rang 8 nicht weiterkomme. Er kommt wieder her. Warum ist er immer noch hier? Es steht ja da gar rum oder was? Weiß ich nicht. Hörst du ihn auch? Ja. Er ist hier, AFK. Mama hat ihn gerufen. Ja. Gleich wieder da, muss mal kurz im Bad, okay? Ist denn hier?
hab noch ein Totem gefunden. Schaka, schaka, schaka. Mal, Snowflake hat um frei und steht um 7 Uhr vor 7 Uhr auf. Ah, wow. Das ergibt doch keinen Sinn. Das ist doch total sinnlos. Warum macht er Handzeichen? Ist der Killer noch nicht? Warum macht er Handzeichen, wenn der Killer nicht da ist? Ja, keine Ahnung. Ich bin da. So. Er dürfte mir jetzt folgen. Boah, wie schnell, ey. Alter. Pass auf, er kommt zu dem, der hängt. Er geht jetzt am Ding und beobachtet uns beide. Und der andere macht halt einfach nichts. Er rennt jetzt zumindest weg, das ist ja schon mal... Pass auf. Pass. Oh Mann, ey. Diese Uhrzeit. Barbara, grüß dich. Hallöchen. Ja, wir haben halt meine Uhrzeiten kurzerhand umgestellt, weil ich momentan sehr spät noch arbeiten muss. Bist du dort in der Nähe? Einigermaßen, ja. Du kannst mal gucken, ob er vielleicht weggeht. Weil ich hab sowieso gleich den... Er ist kurz weggegangen. Er ist in der kleinen Hütte, er ist auf jeden Fall weg. Wenn ihr abhängen könnt, dann abhängen. Ich kann nicht abhängen, ich bin weit weg. Ich habe auch gleich den Generator, also. So, ich werde jetzt sterben, aber... Ah. Ja. Ja. Geil, hat sich gelohnt. Naja, und deswegen, ich gehe jetzt, wenn ich zu müde bin, abends einfach schlafen. Und... stehe dann um 4 Uhr oder so auf, weil ich dann wieder munter bin. Das ist halt einfach einfacher. Nö, bei meiner momentanen Arbeitszeit. Vor allem, weil ich auch nicht immer gewährleisten kann, dass ich pünktlich da bin. Der eine ist halt im Haus und chillt oben. Ich habe keine Ahnung. Ja, wenn er mich gleich hat, dann bin ich drin. Folgt er dir? Ja. Oh. Guck mal, der eine steht da oben rum und macht gar nichts. Ich bin tot. Sie hatten... Ach, und dann war er. Oh, er hat sich geheilt. Ist da ein Schrank? Hat er sich um? Komm, 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 komm. Ich werde das eh nicht schaffen. Das Tor ist fast offen. Versucht es aufzumachen. Es ist, war echt weit.
nein, 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 nein. Ja, ist ja klar, dass ich jetzt... Ja, ich bin tot. Schade, schade. Aber immerhin, zeitlich müssen wir jetzt eh ausmachen. Ne, wenn ihr morgens schon da seid oder zu lange geschlafen, nicht geschlafen habt, dann kommt einfach mal vorbei. Wie gesagt, wir fangen jetzt normalerweise so um 4 Uhr an zu streamen oder so. Solange meine Uhrzeiten in der Arbeit so schlecht sind. Bis 7 Uhr ungefähr ist angesetzt, also 3 Stunden, was cool ist. 3 Stunden zu spielen macht mehr Spaß als 2 Stunden. Ha. So, das habe ich nicht gemacht, egal. Aber immerhin, ich habe meine beiden Dailies gemacht und ja. Ja, und ich konnte meinen Pip zumindest halten. Und ich brauche jetzt nur noch 4. Das ist doch auch schön. So, ich verabschiede mich von euch. Vielen, vielen Dank fürs Vorbeischauen. Vielleicht sieht man sich ja so häufiger, ich weiß es nicht. Aber ich habe mich so gefreut, als ich Snow gesehen habe. Und Basara natürlich auch. So. Ich skill noch kurz meine Lowry weiter. Ich habe ja echt im Gefühl, dass sich das mit der Zeit nicht mehr lohnt, das Totem-Perk überhaupt mitzunehmen, weil du wirklich schon so ein bisschen Ahnung hast, wo die Totems stecken. So, auf Wiedersehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Geht schön arbeiten, seid fleißig oder habt einen freien Tag. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. So, bis morgen eventuell. Tschüss, tschüss. Haut rein.